Hey, hey aus Schweden. Leider gelingt mir nicht alles und ich weiß auch nicht alles. Warum ich heute so aussehe, wie ich aussehe, das erfahrt ihr in diesem Video. Bleibt gerne dran. Eigentlich begann der Tag wie jeder andere. Manche Herausforderungen, da steht man manchmal wie ein Ochs vorm Berge und hinterher stellt man fest, das Problem war vielleicht gar nicht so groß. Deshalb muss auch ich noch viel lernen, denn ich weiß nicht alles und im heutigen Video geht es um unseren alten Küchenofen. Und zwar war es so, dass ausgerechnet an einem kalten Tag, wir hatten minus 8 Grad und ich saß in meinem Schreibzimmer, war absolut in meine Arbeit vertieft und habe deshalb überhaupt nichts wahrgenommen. Ich habe keinen Rauch gerochen, keinen Qualm gesehen, bis dann die Rauchmelder sich gemeldet haben und Alarm schlugen. Dann war ich noch so in meiner Arbeit, vielleicht kennt ihr das, dass man gedanklich gar nicht rauskommt aus seiner Arbeit. Ich habe dann einfach die Batterie gewechselt im Rauchmelder und habe gedacht, okay, die Batterie war leer. Und selbst mit neuer Batterie schlug der Rauchmelder wieder an. Und erst dann bin ich in die Küche gegangen und habe dann das Übel gesehen, denn alles stand unter Qualm und Rauch und das Ganze lag an unserem alten Küchenofen. Ich habe dann sofort alle Fenster aufgerissen und den Rauch rausgelassen und musste dann erstmal auf Spurensuche gehen, was überhaupt geschehen war. Habe ich vielleicht feuchtes Holz in die Feuerkammer gelegt? Ich war mir nicht sicher. Und ich muss gestehen, dass ich davon auch überhaupt keine Ahnung habe. Früher, als ich Kind war, war es in meinem Elternhaus so, wir hatten so eine Wechselanlage zwischen Ölheizung und Holzheizung. Und das Einzige, was ich bei der Holzheizung ab und zu machen durfte, war Holz nachzulegen. Ich bin mit Kaminfeuer aufgewachsen und hatte aber eigentlich nur immer die Aufgabe, Holz nachzulegen. Und ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, wie reinige ich den, was ist mit dem Schornstein, was ist mit dem Ofenrohr. Aber jetzt hatte ich das Problem und musste mich dem stellen. Nun zeige ich euch den alten Küchenofen. Das ist ein alter Küchenofen der Marke Klaveström. Der Ofen ist aus dem 18. Jahrhundert. Ich nutze ihn jetzt eigentlich nicht zum Kochen, sondern höchstens um Wasser zu kochen. Hier ist die Feuerkammer, der Aschekasten, hier ist der Backofen und oben auf dem Herd sieht man halt die Kochplatten, die man auch ausnehmen kann. Es gibt ja spezielle Hängetöpfe, die man dann in die Öffnung hineinhängen kann, um zu kochen. Der Ofen ist circa aus dem 18. Jahrhundert. Damals gab es in Klaveström, das ist ein Ort in Kronobergslehen, unweit von hier, gab es eine Fabrik, die halt solche Öfen hergestellt hat. Bevor ich den Ofen im letzten Jahr nach meinem Umzug in Betrieb genommen habe, war natürlich der Schornsteinfeger da, hat geprüft und sein Okay gegeben.
Allerdings trat schnell ein erstes Problem auf, nämlich, dass eine schwarze, braun stinkende Flüssigkeit aus dem Ofenrohr floss. Der Ofenkitt war porös geworden, das Ganze mit neuem Kitt abgedichtet und dann ging das auch wieder. Dann schien irgendwie das Rohr verstopft. Der Rauch drang aus den Ofenplatten heraus und vernebelte natürlich die ganze Wohnung. Ich war draußen, hab nachgesehen, aus dem Schornstein qualmte auch nichts mehr. Und ich hatte dann die Idee, die Kochplatten mal zu öffnen. Das habe ich bisher nämlich noch nie gemacht. Und mit Erstaunen festgestellt, dass da alles voller Rußablagerungen war. Unmengen. Und es vielleicht einfach auch daran lag, dass der Ofen gar nicht mehr richtig ziehen konnte. Daraufhin habe ich dann mit der Reinigung begonnen. Nun zieht der Kamin wieder richtig und mein Teewasser kocht. Nach dem Winter werde ich den Ofen etwas verschönern. Es gibt extra eine schwarze Ofenfarbe, um ihn neu zu streichen und dann dürfte er wieder aussehen wie neu. Ich bin froh, dass der Ofen wieder richtig zieht. Es qualmt nicht mehr und in der Küche ist es wieder richtig schön warm. Ob das jetzt alles so richtig war, wie ich das gemacht habe, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das Ergebnis zufriedenstellend. Demnächst kommt auch der Schornsteinfeger nochmal, der wird das Ganze überprüfen und dann sehe ich weiter. Wenn aber unter euch ein Schornsteinfeger ist und noch gute Tipps hat, die mir vielleicht weiterhelfen, dann schreibt sie gerne unten unter die Kommentare. Diesen Küchenofen, der das Herzstück dieser Küche ist, nennt man in Schweden übrigens Vedspis. Damit endet dieses Video und ich sage bis zum nächsten Film. Hej då aus Schweden!